Hallöchen und herzlich willkommen zur 53. Folge von Andreas Schubeltransporte hier im Eurotruck Simulator 2 mit TTIP, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Klaas auf der A2 Höhe Magdeburg in Fahrtrichtung Berlin. Jo, immer noch gleiche Aufnahmesession wie in der letzten Folge. Ihr habt höchstens 1,50 Meter verpasst. Distanz meine ich damit hier auf der Autobahn. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Da auf dem Käffchen. Jo, also wir fahren jetzt Richtung Berlin weiter, von Berlin dann ein Stückchen auf Berliner Ring, bis man auf der A14 kommt, 15, Verzeihung, auf der A15, bevor wir dann ja, so Richtung Cottbus nach Polen rein, da wird es dann zur Autobahn 4, und Autobahn 4 geht es dann quer durch Polen hier, immer Feuer. Geht es an Breslau vorbei. Katowice, Krakow, den ich überhaupt nicht aussprechen kann. Weiß ich, wie spricht man denn RZ aus? Ich denke mal irgendwas mit Restesso oder so. Restesso. So nenne ich das einfach mal, so spreche ich das jetzt aus. Hier die Kollegen von der BDK auch unterwegs. Ja, schön. Wir bleiben hier. Können wir die Kurve voll nehmen? Ja, geht voll. Schön. So laut Navi müssen wir uns ja, links halten. Stimmt das? Ja. Mensch, geht es genauso weiter wie in der letzten Folge. Fahr zu. Oh, du musst ja beeilen hier. Sämtliche Spuren drüber heizen. Wahnsinn. Schauen, ich glaube nächste Abfahrt können wir dann schon nehmen. Oder müssen wir nehmen. Ne, doch nicht. Das ist der A13. Schon Cottbus mit drin. Habe ich mich hier irgendwie vertan? Ist das der A13, nicht der A15? War jetzt doof ausgeschildert, gell? War jetzt kurz am Überlegen. War jetzt so ein geradeaus Pfeil.
so ein gerader Ausfall auf dem rechten Schild, aber die meinten damit, glaube ich, schon hier diese, ja, die meinten hier die Spur. War eine Abfahrt eigentlich. So, na klar, jetzt haben wir Tageslicht, da fahren wir halt mal ein bisschen durch den Tunnel. Der ist offensichtlich langsamer wie wir. Wenn ich mir die Dankanzeige angucke, kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich euch ehrlich sagen. Aber wir haben eh nur 3 Stunden 47 Fahrzeit. Okay, dann passt das. Ich wollte jetzt nicht nochmal separaten Tankstopp einlegen. Das ist ganz gerne verbunden nachher mit unserer Pause, die wir dann machen müssen. Ja, und wie gesagt, in dreieinhalb Stunden ist es soweit. Wieso fahren wir jetzt hier mit 60? Könnte es mir einer erklären? Müssen sowieso rüber. So schnell geht's. Ja, hätten wir beinahe der S-Klasse abgeschossen hier. Ich weiß gar nicht, ob der oben in dem Spiegel zu sehen war, aber wir haben es ja gerettet. Wir haben es ja gerettet. Genau, erstmal auf die mittlere Spur. Okay, jetzt weiß ich auch warum. Hätte sie noch Gas gegeben, naja. Dann halt nicht. Eine enge Baustelle. Und für sich, die Enge hat mich jetzt gar nicht mal so abgeschreckt, aber das hat ja gepasst, aber dieser Schlenker rüber, das hat mich ein bisschen Kopfschmerzen. Boah, bereitet. Ja, mach eine kleine Gefahrenbremsung hier, meine Herren. Wegen der ein bisschen Grenze davon. Versuche mich gerade zu erinnern, wir hatten da mal eine Folge, war das auch in Polen, wo ich gedacht habe, es kommt ewig kein Parkplatz und dann kommt ein Parkplatz nach dem anderen. Ja, ich glaube, das war Polen. Ja, das hing damit zusammen, da hat irgendwie die Karte bei mir nicht richtig geladen gehabt, vor der Aufnahme. Und ich wollte hier mir schon mal einen Parkplatz raussuchen, genau so war das. Oder da war ewig keiner, da musste man viel zu früh einnehmen. Und als ich dann nur mal auf die Karte geguckt habe, hat diese sich wiederum aktualisiert und ja, haben wir festgestellt, dass wir noch einiges weiterfahren können. Wahrscheinlich, wenn das Spiel neu startest oder so. Ich weiß nicht, was du hier für Experimente machst.
ich mache deine Experimente nicht mit. Ach du meine Güte, jetzt geht das wieder los hier. Polnische Autobahn. Brauchst du Kavi nicht umrühren. Geht von alleine alles. Hört sich wohl wieder beruhigt hier. Können wir wieder Kit geben? Aber eben, wir sind ja an der Geschwindigkeitsbegrenzung 70 vorbeigefahren, ne? Wenn es nicht aufgefallen ist, den erzähle ich jetzt nochmal. Aber steht ja eigentlich am Navi, der jetzt nicht. Das musst du machen hier, eine 70er Zone. Ja, mit 80. Mit dem deutschen LKW an der polnischen Polizei vorbei. Das ist dich gleich mal qualifiziert, denke ich mal. Oh, Leute. Eine Hobelgasse. Wie komme ich in den Sinn? Das war, wir waren schon mal hier. Ich weiß gar nicht, war das in dieser Staffel überhaupt oder war das in der letzten Staffel? Auf jeden Fall habe ich mich da schon etwas echauffiert über diese polnischen Straßenverhältnisse. Komme ich auch nicht mehr in den Sinn, dass die Passage so lange war. Ich dachte hier, es ging nur ein paar Meter oder ein paar virtuelle Kilometer und dann war die Sache erledigt, aber zieht sich doch ganz schön hin hier. Haben die was gegen deutsche Besucher? Wollen die uns ja irgendwie hier abschrecken damit oder was? Oh, Gott sei Dank. Ja, genau, herzlich willkommen im toten Winkel. Mein Freund. Gerade noch so gesehen hier, die Dachkante von deinem Auto. Immer schwierig. Ihr habt es ja schon gehört, ne? Unser Fahrer wird langsam müde. Nächster Rasthof gehört uns. Wir haben jetzt nur nichts da rausgesucht irgendwie oder geplant. Wie heute geht davon aus, dass wir hier einen Polen Parkplatz finden. Ohne jetzt hier noch große Fahrzeit überziehen zu müssen. Bin da jetzt mal optimistisch. Oh, jetzt Spurwechsel hier, sehr furchtbar. Oh, ist ja klar, dass hier alles jetzt zum Erliegen kommt bei der Verkehrsdichte. Dass das nicht reibungslos funktioniert hier. Hallo, Reißverschluss und so. Ich dachte, das haben die mal gepatcht, dass das funktioniert. Ich meine mich an ein Video seitens SCS-Software zu erinnern, wo sie genau das vorgeführt haben. Fahr doch nur! Ach, du bist ein Dummtitzer.
Ja, letzte da ein Abonnent mal geschrieben. Das ist da wohl, das ist da ein neues Computerspiel in der Entwicklung ist. Und ich rede jetzt nicht von Meister Marker, nein, ich rede von einem Truck-Simulator. Ja, ihr habt richtig gehört, es kommt wohl irgendwann, wahrscheinlich dies Jahr noch, ein neuer Truck-Simulator raus. Wahrscheinlich dies Jahr, also eigentlich ist es schon recht sicher, dass er dies Jahr noch rauskommt. Das ist jetzt nur Parkplatz ohne Tankstelle, sehe ich das richtig? Eieiei, quält mir jetzt nicht durch, aber wir nehmen den erstmal. Ja, On the Road heißt der. Wird dies ja definitiv nur als Early Access erscheinen. Ich denke mal, das wird noch nicht einmal so lange dauern. Es wird noch gar nicht mal so lange dauern. Wir können es kurz hier. Ach ne, machen wir jetzt hier. Upsa, wir machen jetzt hier Pause und Gutes. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die Karte schauen. Zwecks. Parkplätze, Rasthöfe etc. BB. Aber wir müssen auch bald mal tanken. Seht ihr das? Jetzt ist hier. Achso. Oh, da kommt eine. Sind wir noch in Vollzeit? 46 Minuten. Feuer frei hier. Ja. So viel zum Thema Planung, ne? So viel zum Thema Planung. Tanken wir nämlich jetzt noch voll hier in der Schichtzeit. Dass wir die wirklich voll ausreizen. Wir wollen ja nicht zu früh ins Bett. Je früher wir ins Bett gehen, so früher müssen wir morgen ja wieder aufstehen. Das wollen wir ja nicht. 1,01 Euro. Nehmen wir. Ist gekauft. Ist gekauft. Machen wir wieder hier. Oldschool-mäßig, oder? So. Doof, dass man so aus dem Chassis raushüpft, ne? Aber was willst du machen? So, rein hier. Mit dem guten Kraftstoff. Oh, ich bin ein beim Tanken. Prima. Ja, wie gesagt, leider. In Meistermarker müsste man jetzt reingehen zum Bezahlen, aber hier. So.
ordentlich hinstellen hier. Bis vorfahren. So. Herzlichen Glückwunsch, Herr Don Stefano. Sie haben ja erfolgreich eingepackt. Um 19 Uhr können Sie sich jetzt in Ihre mehr als wohlverdiente Pause begeben. Man muss ständig lieber Hause über Nacht, wa? Ja, gehe ich schon ins Bett. So, Kreditrate in Höhe von 423 Euro Gesamtsumme wurden gezahlt. Herzlichen Glückwunsch. Toll, bin begeistert. So, 6 Uhr morgens, das ist immer eine schöne Zeit, oder? Das ist immer eine schöne Zeit. Also eine schöne Zeit, um hier mal loszufahren, meine ich natürlich. Um am Wochenende oder sogar Sonntag. Ja, Sonntag ist ja Wochenende. Nicht jetzt hier am Sonntag morgens aufzustehen, aber für einen Arbeitsbeginn, denke ich. Schöne Zeit. Ja, natürlich ist natürlich ein bisschen Dunkelheit dabei, ist klar. Die Tage im Winter sind eben etwas kürzer. Lässt sich nun mal nicht vermeiden. Wenn das nicht doof. Könnte man hinfahren zu frühstücken. Man könnte es aber auch sein lassen. What the fuck? Liegt das eigentlich in der Wintermotier, dass die Bäume so hoch stehen oder da so rausgageln, oder ist das generell irgendwie ein Problem von der Promotz? Und warum fährt er hier, warum parkt er hier? Nee, da ist ein rotes Kreuz, genau. Sollte man nicht unbedingt reinfahren. Da kommen wir auch noch durch, oder? Da kommen wir mit durch. Oh, nee, doch nicht. Ein Ticket. Ich warte aber noch, bis er da vorne weg ist mit seinem Tanklaster hier. Weiß nicht, wie hier die Schranken so programmiert sind, dass ich die Schranke dann auf dem Deckel bekomme. So, jetzt. Wenn ich hier eine halbe Stunde rumstehe, wisst ihr? Halt an, ey. Halt an. Und du mit deinem Moped hier, du stehst gerne hier. Oh, sieht so aus. So aus, als ob der da gerne steht. Boah, komm, gib Kit. Geht's ja so bergauf, ja? Ja, offensichtlich. Offensichtlich.
Da ist er wieder mit seinem Moped. Minus 5 Grad hier. Schön Chopper fahren. Fetzt schon, fetzt. Es geht wieder, das ist immer doof, wenn du nach Süden fährst hier, können sie den Navi nicht sehen, kannst du höchstens gucken, was 200 Kilometer hinter dir war. Ja, was wieder so von Interesse ist. Verdammt! Gut, okay, das war jetzt keine Absicht. Ja, wir fahren ja geradeaus weiter. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Oh, dünnste Fahne, was ist noch los? Fahr du. Ich würde jetzt nämlich einmal sagen, wir machen hier Feierabend. Fahr nun. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen. Die Aktion jetzt hier, die bleibt unter uns, ja. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ja, fahrt schon rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.